Bei der Hallenhockey-WM-Premiere in Leipzig jubelten am Ende die deutschen Teams. Die Gesamtbilanz: 14 Spiele, 14 Siege bei 159:29 Toren. Die beiden deutschen Mannschaften wurden somit ihrer Favoritenrolle eindrucksvoll gerecht. In der mit über 6000 Zuschauern gefüllten Arena trafen die Damen im Endspiel auf die Niederlande. Zunächst lief alles genauso glatt wie in der Vorrunde. Die Mannschaft von Peter Lemmen führte schnell mit 3:0. Niederländerinnen kamen aber nochmal ins Spiel zurück. Und nach dem Treffer von Marianne Geinhuis stand es plötzlich nur noch 3:2. Doch auf eine war bei diesem Turnier besonders Verlass. Natascha Keller vom Berliner HC besorgte mit ihrem insgesamt 24. Treffer den 5:2 Endstand. Am Ende wurde die Torschützenkönigin auch noch zur besten Spielerin der WM gewählt. Der Weltmeistertitel ist mir viel wichtiger, dass dann bei einem selber auch noch klappt und dass man die Tore schießt, ist schön. Aber im Feld gehören aber 5 Leute, man bereitet vor, der eine schießt dann das Tor. Im Endeffekt haben wir als Mannschaft gewonnen. Oliver Domke, vor einem Jahr bereits Weltmeister auf dem Feld, und sein 2 Jahre jüngerer Bruder Christian hatten maßgeblichen Anteil am souveränen Finalerfolg der Männer. Mit 7:1 siegte die Mannschaft von Bernhard Peters gegen Polen. Den Anfang machte allerdings nicht Torjäger Oliver, sondern Christian, der die 1:0-Führung erzielte. Da durfte auch der Ältere natürlich nicht zurückstehen und erzielte im weiteren Verlauf des Spiels seine Turniertore 12-14. Nach einem spielerisch glanzvollen Sieg brach kollektiver Jubel bei der Mannschaft um Kapitän Florian Kunz und den Zuschauern auf den Rängen aus. Die Zuschauer haben uns gerade gestern extrem viel geholfen, als wir uns ja wirklich schwer getan haben. Die haben uns immer weiter nach vorne gepeitscht. Ja, und ich denke mal, die Hallenweltmeisterschaft ist im Großen und Ganzen einfach ein Riesenerfolg. Gerade noch mit der Doppelweltmeisterschaft, mit den Fans. Also da war also die schönste Atmosphäre, die ich bisher erlebt habe. Mit ihren Mannschaftskameraden strahlten die Domkes bei der anschließenden Siegerehrung um die Wette. Doch trotz der vielen Gemeinsamkeiten sind beide scheinbar eher unterschiedliche Typen. Ja, der Olli ist, ich sag immer, positiv verrückt, aber wie man auch als Stürmer sein muss. Man hat ja gesehen, was er hier für Ideen hatte, für Tore geschossen hat. Und da muss man ein bisschen anders denken als andere Leute, aber wirklich sehr positiv. Und der Chrissy ist eigentlich eher so ein bisschen der Ruhige, der gerne am Computer spielt und gerne Computerspiele spielt. Und sind eigentlich beide sehr umgänglich und nette Leute, mit denen man einfach richtig Spaß kriegen kann auch. Mit den Damen ging es auf die Ehrenrunde. An diesem Abend nicht die letzte Feier mit weltmeisterlicher Beteiligung.